Das Bitten um Vergebung und die Reue. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Der Gesandte Allahs, Mohammed, Frieden und Segen seien auf ihm, sagte: Bei Allah, ich bitte Allah über 70 Mal am Tag um Vergebung und wende mich ihm reumütig zu. وقال صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان فر من الزحف. Er, der Prophet Mohammed, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Wer sagt, ich bitte Allah, den Erhabenen, außer dem es keine Gottheit gibt, den Lebendigen, den Beständigen, um Vergebung und bereue bei ihm, dem wird Allah vergeben, selbst wenn er Fahnenflucht begangen haben sollte. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Allah ist seinem Diener im letzten Teil der Nacht am nächsten. Wenn du in der Lage bist, zu jenen zu gehören, die Allah zu diesem Zeitpunkt gedenken, so sei es. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Er, Friede und Segen auf ihm, sagte: Der Diener ist seinem Herrn Allah am nächsten in der Niederwerfung, so vermehrt die Bittgebete in ihr. وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Manchmal ist eine Art von Schatten auf meinem Herzen und ich suche 100 Mal am Tag Vergebung bei Allah.